Bisher habe ich in meinen Songs ja meistens einfach über Gefühle, über Wahrnehmungen gesungen und bin bisher auch nicht politisch gewesen. Und das hat sich jetzt mit einigen Songs geändert. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich sowas wie eine Verantwortung für mich selber, es hat gar nichts mit anderen zu tun, sondern einfach für mich selber so eine Verantwortung spüre, wenn ich etwas wahrnehme in der Welt und wenn mein Herz, ja, wenn mein Herz etwas berührt, dann muss das manchmal raus. Und deshalb habe ich dieses Mal auf dem Album Songs, die auch sicherlich polarisieren und die auch andere Töne anschlagen, als man es bisher von mir gewohnt ist. Und ich finde aber, dass es genau das braucht. Mir geht es total auf die Nerven, dass die ganzen Künstler, die im Radio laufen, keiner hat da den Mut, mal irgendwas zu sagen oder mal ja, andere Töne anzuschlagen. Und ich habe immer das Gefühl, es wird meistens einfach das gesungen und das geschrieben und komponiert, auch von den Plattenfirmen, was gehört werden will, sozusagen. Was einfach, naja, oder eher, eigentlich viel einfacher. Ich glaube, man möchte einfach kein Risiko eingehen. Man macht einfach das, was ohnehin schon gut läuft und man spricht einfach nur über die Dinge, die nicht groß in Frage gestellt werden, was nirgendwo groß aneckt. Und so finde ich es unsere ganze Radiomusik. Aber wenn man als Künstler, und das ist mein Anspruch, irgendwie was bewegen will und irgendwie was verändern will und ja, das ist mein Anspruch, das möchte ich, weil dafür gehe ich auf die Bühne. Und das kann ich auf der einen Seite mit Gefühl, aber manchmal braucht es eben auch Worte, die vielleicht auch unangenehm sind und darauf Dinge aufmerksam machen, mit denen man sich eigentlich vielleicht nicht so beschäftigen möchte, weil es relativ leicht ist, die so in seinem täglichen Leben einfach auszublenden. Aber es ist eben wichtig, dass man die sieht und dass man da nach links und nach rechts schaut und die wahrnimmt. Und nur so kann sich was verändern. Und deshalb glaube ich, braucht es mehr Menschen, mehr starke Stimmen, wie ich es auch in meinem Song singe, die sich trauen, bestimmte Dinge zu sagen und bestimmte Dinge anzusprechen.